Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 Märchen Legacy, der Froschkönig. Im letzten Part waren wir sehr erfolgreich, was die Froschsammlung angeht. Wir haben unsere Froschtrophäe erhalten, hoffnungsloser Froschfreund. Im letzten Part hatte Amelie auch zwei Verabredungen, beide waren mit Robin. In diesem Part würde ich es sehr gerne mit den Teilzeitjobs mal ausprobieren. Wie du siehst, muss sie zum Fastfood in 22 Stunden. Und zum Kaffeebarista in 2 Tage. Hallo? Wer bist du? Hereinbitten. Wow, was ist das denn jetzt? Wir haben ein Geschenk bekommen. Und wir erhalten direkt ein Gefühl. Wer bist du denn überhaupt? Matti? 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 Woher hast du denn dieses Elektro-Ding? Hast du hier schon irgendwas repariert? Ich weiß mal wieder von nichts. Aber wo ist das Geschenk? Ist das im Haushaltsinventar? Nee, hier ist noch der VIP-Eimer von der zweiten Verabredung. Das werde ich natürlich verkaufen. Oder haben wir dieses Elektro-Ding von ihm bekommen? Ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwas repariert hat. Und was mich noch interessieren würde, welchen Job Robin sich zulegt. Denn er wollte da nach einem Job suchen. Mal schauen, ob der schon was gefunden hat. Also er ist noch arbeitslos. Ansonsten könnte ich mir das sehr gut bei ihm vorstellen. Bei Hänsel und Gretel, das ist ja unsere nächste Generation, ist der Vater Holzfäller, dass er dann die Geschicklichkeit ausübt. Ja, mit dem Schreinertisch, weil das ist ja eine Verarbeitung mit Holz. Das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Aber ich denke, dadurch, dass wir noch Zeit haben, was die Arbeit angeht, es sind 20 Stunden, könnten wir uns ja mit unserer Nachbarin mal treffen. Ich glaube, ich werde ein paar Nachbarinnen einfach mitnehmen. Mit Saskia haben wir schon einen kleinen Beziehungsbalkon, Maya. Denn ich möchte auch mal hier die Frauen in der Nähe etwas näher kennenlernen. Und dann gehen wir mal etwas abdancen. Und soweit ich mich erinnern kann, waren wir auf allen Grundstücken, die ich hier in Willow Creek platziert habe. Im Restaurant waren wir, im Wellness Center waren wir, in diesem schönen Café waren wir auch und in der Karaoke Bar waren wir auch. Und ich meine, der Nachtclub bleibt noch offen. Fahren wir doch einfach mal dahin. Das ist richtig cool hier aufgebaut, hier mit diesem roten Teppich. Da ist auch Preston. Ja, sehr cool, dass er da ist. Dann könnten wir hier mal die romantische Beziehung beenden. Denn schließlich habt ihr ja jetzt einen Freund. Bitten, um Freunde zu sein. Oh mein Gott, ich habe das total vergessen. Das ist ja hier ohne Bekleidung. Dann wird sich Amelie doch sicherlich auch gleich nackig machen, oder? Amelie, mach dich bitte nicht nackig. Mach dich bitte nicht nackig. Oh nein, ich ahne Böses. Amelie, Danaya, Rox und Prestonhagen haben sich entschieden, ihre romantische Beziehung ausklingen zu lassen. Das ist sehr gut. Amelie, sehr gut, dass du dich nicht nackig machst. Oh mein Gott, ich fühle mich hier irgendwie fremd am Platz. Das ist ja auch ein Bild. Alle nackt außer Amelie. Ich bin so froh, dass sie ihre Klamotte anbehalten hat. Getränk bestellen. Bestell doch einfach mal dein Lieblingsgetränk. Oh, dein Getränk ist schon fertig. Plasma Jane? Ein Plasma-Getränk? Das ist doch eher nur was für Vampire. Okay. Hier stehen auch überall diese VIP-Eimer. Deswegen sind einige auch hier so kokett. Na, auf jeden Fall ist es ein sehr gut besuchtes Lokal. Sowas hatte ich auch noch nicht. Wie die alle hier rumhängen in ihren Badelatschen und einfach nackig. Amelie, nur Verrückte hier, oder? Vielleicht möchtest du dich etwas mit Saskia unterhalten. Rede mal über die Träume, genau. Denn sie scheint hier noch halbwegs normal zu sein. Jetzt tanzen sie auf jeden Fall ab zwischen den Nackten hier. Helfen, schlechte Beziehungen zu ketten? Mit wem hast du denn eine schlechte Beziehung? Beziehung mit Bruno Baumstamm? Okay, ich habe die zwei erstellt und sie sind verheiratet. Da bin ich jetzt etwas schockiert. Und Bruno Baumstamm ist sogar hier. Das ist er. Die zwei sind verheiratet und die haben sogar schon ein Kind zusammen. Ich würde es auf jeden Fall wichtig finden, dass Amelie auch eine Art gute Freundin noch findet. Denn im Leben braucht man doch auch mal eine gute Freundin, um sich eher Ratschläge zu holen. Oh nein, Saskia, warum machst du dich denn jetzt nackig?
Ich denke, wir sind hier etwas fehl am Platz hier in diesem Lokal, so dass wir jetzt abdüsen werden. Vielleicht kann ich hier noch schnell schauen, ob es hier Frösche gibt. Denn ja, das möchte ich irgendwie noch weitermachen. Das hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn es mir den letzten Nerv geraubt hat. Früher hier in der Diskothek ist so ein Container, das wusste ich ja gar nicht. Nach Einrichtung wühlen, nach Essen wühlen. Wühl doch mal nach Einrichtung, vielleicht haben wir da etwas Glück. Mal schauen, ob Amelie Glück hat. So, ich werde jetzt noch einmal im Container wühlen. Ich denke, dreimal reicht dann auch. Ich bin mit Amelie wieder zu Hause. Viel haben wir nicht bekommen. Wir haben dieses Tuning-Teil bekommen. Und ja, ein Teil für die Küche. 220 bringen uns die Teile ein. Das ist sehr cool. Ja, und das Bett müsste dann im Inventar sein, oder? Genau. 700 kostet das. Wow. Das ist noch von dem traumhaftes Innendesign. Ah, ich denke, wir behalten unseres und das verkaufen wir einfach. Robin hat uns angerufen und er lädt uns zum Flohmarkt ein. Wow, Amelie hat ihr Winter-Outfit an oder Kaltwetter-Outfit. Ich habe ihr auch ein paar neue Outfits verpasst und auch die Zahnspange weggemacht. Wow, wen umarmst du da, Preston? Ich finde es trotzdem schön, dass sie noch gute Freunde geworden sind oder einfach gute Freunde bleiben. Also ich muss ja hier schon mit Verkäufern handeln. Mal schauen, vielleicht kaufen wir uns ja auch was, was wir gebrauchen könnten. Das Einzige, was ich vielleicht holen könnte, ist vielleicht so ein Stuhl. Vielleicht in diesem lila Ton, denn lila passt ja ganz gut zu grün. Mit wem muss ich denn da überhaupt handeln? Mit Jonas? Cool. Mit Jonas, er verkauft hier seine Sachen. Handle doch mal mit ihm. Du hast ja eine sehr gute Beziehung. Ich würde es auch richtig cool finden, wenn die ja, erste Wohnung ein bisschen zusammengewürfelt ist, dass die Möbel nicht unbedingt ja, zusammenpassen. Cool, 25% Rabatt, sehr gut. Dann kaufen wir uns diesen Esszimmerstuhl. Ach, da ist auch wieder Matti, je nachdem, wie man das aussprechen mag. Ich sag jetzt einfach Matti mal. Amelie dachte sich, sie spielt jetzt eine kleine Runde Basketball. Aber was mich interessieren würde, wo ist Robin? Ach, du bist hier lieber, okay. Und du singst hier lieber alleine als mit uns. Okay. Er versucht es. Er versucht es. Oh, Amelie, du musst gleich zur Arbeit. Von 17 bis 21. Also müssen wir uns ja jetzt schnell verabschieden von Robin. Ja, das ging jetzt richtig schnell, weil ich wollte gerade sagen, währenddessen Amelie arbeiten ist, wollte ich hier die Bude umräumen, aber sie ist bereits schon da. 64 Simoleons hat sie verdient. Und sie ist richtig im Eimer. Aber ich werde jetzt hier trotzdem noch etwas die Bude umräumen. Ja, das Haus von Amelie hat sich etwas vergrößert. Es ist einiges an Wandfläche dazugekommen und Raumfläche. Ich habe es mal dunkel gehalten, weil ich meine, bei Hänsel und Gretel wäre es auch in diesem dunklen Touch. Und ja, im Inneren hat sie auf jeden Fall schon drei Räume. Und wie ich vorhin schon sagte, ich gebe Amelie erstmal diesen zusammengewürfelten Touch. Sprich, die Möbel passen nicht so gut zusammen. Und ja, hier hat sie ihr Schlafzimmer. Das wird sich auch irgendwann mal vergrößern. Das Bad ist an der Küche und ja, hier ist der Eingang. Und den Stuhl haben wir vorhin auf dem Flohmarkt gekauft. Und ja, das harmoniert ganz schön mit dem Grün. Dein erster Arbeitstag. Wie ist es überhaupt gelaufen? Ja, gut. Und Amelie muss bereits in einer Stunde wieder bei der Arbeit sein. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sie das verkraftet. Morgens früh, ja, Barista und am Abend Fastfood. Alles schon sehr interessant, mit Sims zu spielen, die ja zwei Teilzeitjobs haben. Und da ist Amelie auch schon. Und du hast auf der Arbeit nichts zu essen bekommen. Dann ja, servieren wir doch mal ein Frühstück. Mach mal den armen Ritter. Wir könnten ja Robin zu uns einladen. Vielleicht möchte er ja mit uns frühstücken, auch wenn Amelie ja schon hier schon fast fertig ist. Sehr schön, er ist da. Und da gibt es direkt mal eine fette Umarmung. Das ist schön. Vielleicht könnt ihr auch beste Freunde werden. Das stelle ich mir auch schön vor. Aber das ist doch schon etwas unrealistisch, dass die zwei ja zusammen sind, aber sich noch nicht geküsst haben.
Und da gab es den ersten Kuss. Beide haben das positiv aufgenommen und ihr habt jede Menge Gefühle. Das ist der absolute Wahnsinn. Die heutige Post wurde zugestellt. Wahrscheinlich die Rechnung, oder? 133 ist in Ordnung. Diese sollten wir schnellstmöglich bezahlen. Ihr wolltet ja auch, dass Amelie ein Haustier bekommt. Ihr dürft entscheiden, Katze oder Hund. Und das Tierchen werde ich dann im Adoptionszentrum adoptieren. Ihr zwei könnt ja euren ersten gemeinsamen Urlaub planen. Denn diesen werden wir natürlich auch machen. Und mit euch beiden werden wir nach Sulani fahren. Ich denke, mit Robin versteht sie sich so gut schon, dass wir ihm den Wohnungsschlüssel geben könnten, oder? Cool. Er nimmt ihn an. Was mir gerade eingefallen ist, man könnte ja dennoch mit Fröschen züchten. Aber wir werden uns jetzt mal von Robin mal verabschieden. Denn wir müssen gleich auch wieder zur Arbeit. Ach, ich sehe gerade, Amelie muss ja auch gar nicht heute zur Arbeit. Dann kannst du dir hier Reste nehmen. Sie hat jetzt erstmal 2 Tage frei. Amelie arbeitet wirklich an 7 Tage die Woche, dadurch, dass sie hier bei Fastfood Samstag und Sonntag arbeitet. Ist es schon eine ganz ordentliche Nummer. Mit bestem Freund auf Lebenszeit verheiratet sein. Oh, wer klopft denn hier an? Preston besucht uns. Okay. No, du hast eine schlechte Beziehung. Mit wem hast du denn eine schlechte Beziehung? Mit Marcel Braun. Wow, so viele Nachbarn sind hier. Was ist denn hier los? Und er steht sogar hier. Ist hier irgendwie gerade Meeting? Ich bin mit Amelie nochmal hier zur Waldlichtung gereist, denn ja, mit diesen Jobs verdient sie noch nicht allzu viel. Und ich möchte mit Amelie einen relativ schönen Urlaub auf Sulani machen. Und dazu brauchen wir etwas Geld. 305. Okay, dann wird es mal endlich Zeit, in den Urlaub zu fahren. Urlaub nehmen. Und wir möchten Robin mitnehmen. Amelie und Robin sind auf Sulani angekommen. Und wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du zugesehen hast und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!